special is a diving expo po sapagkat ang asawa ko po sa Pilipinas ay isang scuba diver po ang aking hobby, ang aking asawa. So doon sa first time kong mamaya pumasok sa diver, sa expo. So doon po ay sa loob ay may idea na po ako sa loob na nandun yung mga traveling agency sa iba't ibang lugar. At malamang meron pong from Philippines traveling agency doon. So, sana makahanap ko ng agency na ma-interview ko mamaya. So, syempre doon sa Diving Expo, men, doon po yung mga nagtitinda, nag-sales ng mga equipments for the diving. So, pa-share ko po kayo mamaya, guys. Malapit na kaming darating sa Messe, sa Expo. In one station, lalabas na kami dito sa train. Nahirapan po ako sa suot ko, mga kapatid. Nahirapan ako sa suot ko para akong matuok, para akong matuok sa akong disuot karon. Dili naman kayo, bugnaw ba? Lumabas ang aking pagkabisaya, pagkabisdak na naman. Okay guys, lalabas na kami sa trend. Oops. Christmas World! Papunta na kami sa ano ngayon? Expo? Sa Expo. Dive Expo. Yeah, nandito kami sa itaas ng building. Na. Ayan. iPhone, was jetzt also mittlerweile, keine Ahnung, 4-5 Jahre alt ist. Dann kann man sich mal ausmalen, was jetzt die neuen Geräte mittlerweile leisten. Hi Mark, the lupang. Kurzer Eindruck praktisch jetzt, was man mit dem Telefon heutzutage oder schon vor ein paar Jahren machen konnte. Wer sagt, so Qualität, das reicht mir, da kann ich mit leben. Für den gibt es jetzt eine gute Nachricht. Also das wird qualitativ von Jahr zu Jahr besser, je nachdem, was für Geräte rauskommen. Bessere Gehäuse mittlerweile. Und das Coole ist, man kann es auch Selfies mit der Wasser machen. Für die Generation Instagram. Das war bei Stuart Cove auf den Bahamas. Also perfekte Unterwasserkamera. Kann man sagen, ist eigentlich das iPhone mittlerweile, also als Filmkamera für den normalen Durchschnittsmenschen stehe ich da voll dahinter. Es gibt sicherlich Ausnahmen, wenn ich jetzt also irgendwelche BBC-Aufnahmen machen möchte oder sonst was, da braucht man vielleicht ein härteres Geschoss, aber wenn man jetzt sagt, für den Urlaub möchte ich was Vernünftiges haben, dann geht das schon. Hier ein Beispiel, was ein Gast auf der AIDA mal aufgenommen hat, wie ich in so einem Tümpel in Jordanien, im Oman war das gewesen, in so einem Karpfenteich mal das iPhone 7 Plus reingehängt habe, ohne Gehäuse, und zwar ist das ja von sich aus wasserdicht eben. Mittlerweile die neuen haben, glaube ich, 4 Meter 30 Minuten. Das war damals ein Meter, glaube ich, so ein paar Minuten. Ich habe es mal ausgetestet, also es hat auch funktioniert. Es läuft heute noch. Und das gleiche auch mal im Pool aufgenommen. Wir haben ein Filmgerät, ging um Riesertauchen, der bei YouTube mittlerweile ein paar hunderttausend Aufrufe eben hat. Also auch einfach das Telefon ohne Gehäuse mal ins Süßwasser reingehängt. Da passiert eigentlich auch in der Regel nicht allzu viel. Wer es dann eben doch ein bisschen tiefer haben möchte und möchte also jetzt richtig abtauchen und dann vor allem auch im Salzwasser, da empfehle ich dann natürlich andere Sachen. Da
Da gibt es verschiedenste Hardware, wie beispielsweise normales Plexiglas-Gehäuse. Da kann ich Lampen anlegen. Ich habe oben auch einen Popatsch mit drauf gehabt. Sah dann so aus, zwei Kellerlampen dran gehängt. Die hatte ich zu Hause noch und dann hat man eine vernünftige Ausrüstung, wo man also vernünftig mit abtauchen kann. Aber die Konfiguration hier von so einem Alpix-Gehäuse kostet 100 Euro. Zeigen will, die sind jetzt mit dem iPhone 10S aufgenommen. Wir hatten leider Gottes relativ schlechtes Wetter gehabt. Es war ziemlich dunkel gewesen, die Sonne kam zum Schluss noch ein bisschen raus. Das sind so Filme, die ich praktisch am Tag dann produziere. Das heißt, ich gehe morgens von Bord, drehe dann Film an Land ein bisschen von der Tauchbasis. Dann sind wir eben ein bisschen hektisch abgetaucht, haben zwei Tauchspots abgetaucht. Und das habe ich dann zusammengebaut und auf dem Schiff mal gezeigt, was so geht. Und das ist also praktisch jetzt aktuelles Material mit dem iPhone 10S aufgenommen. Hatte von dir, das waren jetzt nicht die ersten, die waren immer begeistert, oder du hast das vorher wunderbar organisiert, dass wir jeden Tag jemanden da haben, der begeistert ist, aber ich denke, das lohnt sich schon bei Dive Point vorbeizukommen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, schönen Tag noch. Und wir machen direkt jetzt hier weiter, und zwar ist das so einer der Höhepunkte von Tag, wenn nicht der Höhepunkt. Wir haben jeden Tag eine Podiumsdiskussion hier oben über ein Thema, was die Tauchbranche bewegt, worüber man sich auch streiten kann. Im Moment streiten die sich nicht da unten. Ihr dürft jetzt hochkommen, wenn ihr wollt. Und zwar
Thema heute ist Unterwasserfotografie und auch die Auswirkungen auf die Umwelt durch Unterwasserfotografen. Und wir haben hier eine ganz illustre Runde von wirklich namhaften Fotografen, die für Tauchmagazine arbeiten. Ich würde als erstes mal die Jasmin Jerisch begrüßen, die Chefredakteurin der Tauche, die die Runde dann leitet. Einmal einen Applaus für die Jasmin. Hallo. Dann den Markus Roth, einen Fotograf, der auch in erster Linie für die Tauchen arbeitet. Den Wolfgang Pölzer, noch ein Profifotograf, seit ich weiß gar nicht, wie lange machst du das schon? Sag lieber nicht. Okay. Oh Gott. Also, sehr lange. Daneben der Beo Brockhausen, ich wiederhole mich so langsam, noch ein Fotograf. Bei dir, immer wenn ich an dich denke, habe ich Bilder aus Südafrika vor Augen. Keine Ahnung warum, aber du bist immer für mich der Südafrika-Fotograf und die Haie dabei. Daneben dann der Tobias Friedrich, ich glaube, das kann man ruhig sagen, einer der besten Unterwasserfotografen der Welt. 183.000 Preise gewonnen und auch ein wahnsinnig netter Kerl, aber das gilt für alle hier. Wie schafft man das denn? Das kann der Tobi gleich erklären. Okay, aber das haben wir ja alle ein bisschen Zeit. Genau, wir haben uns gar nicht hier versammelt, um uns gegenseitig abzufeiern, sondern der Grund ist, es gibt immer wieder Diskussionen in den Medien oder auch Berichte in Social Media, Fotografen, dass die eigentlich mit ihren Bildern auf der einen Seite was Wunderschönes tun, nämlich einem die Unterwasserwelt näher bringen, auf der anderen Seite aber durch ihr Verhalten auch oftmals diese Unterwasserwelt zerstören. Deshalb jetzt mal ganz provokant gefragt, fangen wir mal an mit dem Beo vielleicht. Sind Fotografen wirklich so Riff-Rambos, tun die alles fürs gute Bild? Das hat er mich vorhin schon gefragt und ich habe spontan Ja gesagt. Aber, ich sag mal, ich kann ja mal erzählen. Ich war mal unterwegs und habe da zufällig einen weltbekannten, wirklich weltbekannten Fotografen, hab mit dem getaucht und musste dann mit angucken, dass der Kollege bäuchlings in die Korallen lag, um einen Schuss zu machen. Und war schockiert, muss ich sagen, weil das hätte ich so nicht für möglich gehalten. Zumal ich selber eigentlich immer darauf geachtet habe, so wie ich es erstes gelernt habe beim Tauchen, fast nichts an, mache nichts kaputt. Und das gilt natürlich meiner Meinung nach besonders auch für die Fotografen. Das heißt, vernünftig trainieren ist eine Grundvoraussetzung für Fotografie. Kann ich auch jedem Anfänger nur nahelegen, lernen erstmal vernünftig tauchen und dann die Kamera. Ich habe immer darauf geachtet, auf meine Flossen zu beachten, dass ich, es macht ja auch Sinn, man will ja auch keinen Sand aufwirken, sonst hat man keine Bild. Und ich muss zugeben, ich trage wenigstens meistens einen Handschuh, wenn es mir erlaubt ist. Ne? Wenn ich Felsen habe, ist das kein Problem. Ist das Riff da, nehme ich einen Finger, versuche eine Stelle zu finden, wo nichts ist, damit ich mich ein bisschen stabilisieren kann und mit der anderen Hand zu der Kamera habe zum Auslösen. Das funktioniert. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz gerne, aber sonst haben wir zu lange. Mama, ich versuche mal. Genau. Meine Frage an Wolfgang, weil du das schon am längsten machst, dann gebe ich mich auch mal weiter. Wolfgang, der Druck von den Magazinen. Jasmin hört jetzt mal weg. Aber es gibt so viele Unterwasserfotografen. Es gibt zwei große Tauchmagazine auf dem deutschen Markt. Ist da nicht auch ein gewisser Druck dabei, dass wenn man eine Reise macht, dass man mit spektakulären Bildern wiederkommt? Nag-umpisa today hanggang Sunday po. Ayan. Ayan
von Visayas kann. Promo. 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 Walang Eldorado dito. Oo. Sige. Post ko sa YouTube. I-post na ako sa YouTube. Post na ang YouTube. Sige, pwede kayo. Sige, tapos kuan. Mag, 1,000 peso. Sige na, para mga friends ko sa YouTube. Pwede ano. Asan eh? Down. Also für 20, 25, auf eine Stunde 30, alle zufrieden mit 30, gucke ich jetzt mal, gut, ja, okay, weg, abholen, so, nächste, oh mein Gott, so viel, was müssen wir alle machen, okay, Atemregler, hoppla, also, die ganz komplette Atemregler, erste Stufe, zweite Stufe, Oktopus, Finimeter, komplett, es sind 300 Bar Atemregler. Geht ja natürlich auch auf 200 Bar. Ne? Das komplette Set